So, willkommen zurück, Leute, zum vierten Teil von The Cave. Wir sind stehen geblieben hier bei dem Level des Ritters. Unsere Aufgabe ist es, für die Prinzessin das Gold zu besorgen, was wohl von dem Drachen bewacht wird, um dann ihr Amulett zu bekommen. Und das Amulett müssen wir wohl dem Vater bringen, um zu beweisen, dass wir seiner Prinzessin würdig sind. Und dann dürfen wir Excalibur aus den Steinen ziehen. Huhuhu. Unser Ritter war ein bisschen schnell unterwegs. Dann gucken wir mal weiter. So. Okay, da sehen wir auch schon das Drachengold, was wir benötigen. Im Weg ist nur leider das Drachentor. Okay, also müssen wir irgendwie dieses Tor aufschließen. Dann gucken wir mal, wie wir an den Schlüssel kommen. Zack, hier waren wir noch nicht. Ah, okay. Das war hier genau diese, wo sich der Weg teilte. Wir waren links Richtung Drachen. Hier rechts geht zur Prinzessin. Also muss vielleicht da irgendwo vermutlich auch mal der Schlüssel sein. Bisher habe ich noch keinen Schlüssel gesehen. Dumm, die dumm, die dumm. Okay, wen haben wir da? Okay, da oben ist ein Schlüssel. Wäre auch zu einfach gewesen. Wir müssen also da diese Leiter hoch. Und ihr guckt auch nicht. Gucken off with you. Okay. So kommen wir also nicht an dem vorbei. Müssen wir irgendwie anders machen. Aber wir gucken erstmal weiter, was wir hier so finden. Da haben wir nichts. So ein Schützen, dann lohnt es sich schon mal gar nicht hinzugehen. Unten haben wir noch so ein Bild. Kommen wir aber gerade auch nicht ran. So, was haben wir hier? Die Prinzessin. Mal ganz ehrlich. Don't you knights ever listen? If you want my amulet, you need to return to me with the dragon's gold. Ich hätte gerade mal gar keinen Bock auf die. Sei mal ein bisschen netter zu uns hier. Eine Münzmaschine, okay. Gehen wir erstmal weiter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe Prinzessin irgendwie hübscher in Erinnerung. Na gut, sie weiß natürlich auch, wie der Ritter unter seinem Helm aussieht. Von daher, alles okay. So, was haben wir hier? Aufzug. Mal ganz runter. So. Mein Plan ist jetzt, ganz unten den Ritter in den Aufzug zu stellen. Mit seiner Ich bin so unsterblich Kraft. Den dann auf die Höhe diese Scharfschützen oder Armbrustschützen zu hieven. Und dann mit einer anderen Figur, wenn der abgelenkt ist, da den Schlüssel holen zu gehen. Super. Wir brauchen also mal alle Charaktere hier, um das Rätsel zu lösen. So, okay. Da ist der Aufzug. Stell dich schon mal rein. Wissenschaftlerin, die stellen wir oben an den Hebel, da kannst du auch
nichts verkehrt machen. Zack. Ja, unser Ritter steht da so ein bisschen noch rum. Kommst gleich zu deinem Einsatz. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wie kommen wir denn da noch an das Bild dran? Wahrscheinlich auch mit dem Aufzug irgendwie. Ja, wahrscheinlich, ja. So, holen wir erstmal eine Etage hoch. Kling. Ist der schon? Off with you. Okay, der junge Mann da ist abgelenkt. Schauen wir mal, dass wir uns den Mönch schnappen und der geht jetzt. Who goes there? Ja, ja. Er geht jetzt den Schlüssel holen. Keep out. Who goes there? None shall pass. Off with you. So, langsam. Hahaha. Ja, ja, wir keepen gleich wieder out. None shall pass. Zack. Keep out. Off with you. Prima. Da haben wir dann auch schon den Schlüssel. None shall pass. Keep out. Gehen wir da schon damit schon mal zu dem Schloss. So, Tor schließen und abschließen. Okay. Dann schläft. So, einfach so kommen wir da natürlich jetzt nicht dran. Noch mal, dass wir den Ritter auf die andere Etage noch kriegen. Ich würde schon gerne noch das Bild mitnehmen, wenn ich es entdeckt habe. Nee, nicht wieder nach unten. So. Klingen. Da müsste, glaube ich, jetzt... Jawohl. Da haben wir unser Bild. Wissenschaftlerin, experimentelle Forschung. Okay. Wollen wir am Ende mal schauen, was das mit den Bildern so auf sich hat. So. Lassen wir ihn mal ganz runter. Sind wir ganz unten. Wie kommen wir aber jetzt an das Gold ran? Ich würde sagen... Das Problem ist, wenn ich jetzt den Ritter unverwundbar mache, kann ich nur stehen bleiben. Ich kann also nicht damit laufen. Sobald ich laufe, ist die Kraft wieder aufgehoben. Also macht es Sinn, den Drachen irgendwie abzulenken, vielleicht mit dem Ritter. Und dann ein anderer rennt hin. Also macht das nur Sinn von der anderen Seite. Wir probieren das einfach mal. Diese Lücken sind irgendwie... Das springt immer weiter, als ich das vermute. So, ich glaube, bis zu diesem Stein da konnte man da hin. Auf der anderen Seite steht also der Mönch.
Wie nah kann ich denn mit ihm hier ran? Okay. So nah also. Okay, da bleibst du jetzt stehen. Keinen Schritt weiter. Ritter, wie weit kannst du gehen, bevor du gegrillt wirst? So weit. Okay. Na. Nicht so weit weg. Okay, bis da, wo dieser helle Stein anfängt. Also gehen wir da jetzt hin, machen unsere Stärke an, unsere Kraft, wechseln zum Mönch und schnappen uns das Gold. Die Theorie steht, aber gucken, ob die Praxis genauso funktioniert, wie ich mir das denke. Jawohl, jawohl, lauf. Chaka. Sehr gut. Oh, was ist das? What idiot left the gate open? Whoops. Sounds like someone forgot to close the gate to the dragon's den. Hola. I'm sure the princess will be fine. She's way up at the tower. I don't think dragons can fly. She'll be fine. Natürlich. Ja, unser Armbrustschütze scheint dann nicht mehr da zu sein. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Steckt mit dem Drachen geht's genauso wie uns. Wenn wir wach werden, haben wir vielleicht mal ein kleines Hüngerchen. Sounds like that dragon is gone. Probably a million miles away from here. Gehen wir mal hier rein. Seconds away from getting the princess's amulet. Oh, the suspense is killing me. Hoppala. The suspense was killing someone. It just wasn't me. Worst first date ever. Looks like the knight is out of luck. He's never going to get her amulet now. I stand corrected. Looks like it's a win-win. Well, not for the princess, but win-win for the knight and the dragon. When our brave heroes get back to the king, my advice would be to skip over this part. Ja, mein Gott. Man muss ja auch nicht alles erzählen. So. Jetzt haben wir das Amulett. Auch wenn der Mönch das jetzt hat und nicht der Ritter. Mal schauen, dass wir noch irgendwie das dem Ritter geben. Und ich glaube, nur der Ritter kommt damit an den Vater der Prinzessin vorbei. Ab. Zack. Lecker blutig. Jo. Kann's aufhören. Gehen wir uns mal das Amulett holen. Und bringen das dem König. Let's hope the king doesn't ask how the princess is doing. Awkward. Oh, don't forget to wipe the princess bits off the amulet before giving it to the king. It's just good manners. Genau, hier runter müssen wir. Sehr gut. Du springst immer zu weit, Junge. Hältst dich fest und lässt dich dann doch los. Nein. So. Fein.
Hallöchen. The brave knight returns with my daughter's amulet. And the first ever to do so, I might add. My daughter can be hard to swallow sometimes. As promised, Yi has won the right to attempt to pull the sword from the stone. You must have really proved your undying love for her. Ooh, why did he have to say undying? Sag doch einfach nur genial, der Humor. So, dann versuchen wir das hier mal. Knight seems to be having some problems pulling that sword from the stone. Raise your hand if you're surprised. Yeah, me neither. You should have put some more points into charisma and chivalry. So, einfach so kriegen wir das Schwert Excalibur da jetzt nicht rausgezogen. Wie wir das machen oder versuchen, das schauen wir uns im nächsten Teil an. Bis dann!